Ford präsentiert 2021 den Mustang Mach-E. Dieses Vollelektro-SUV fordert Tesla heraus. Es ist das erste komplett elektrische Fahrzeug der Marke. Ein absolutes Biest, das nach einer Unternehmensikone benannt wurde. Obwohl es sich den Namen und einige Designelemente mit dem Mustang teilt, könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Aber der Mach-E hat genug Leistung, um auch die langjährigen Mustang-Fans zu überzeugen. Dieser Ford bietet Power, selbstbewusstes Design und eine moderne Ausstattung. Eine richtige Überraschung und starke Konkurrenz für den Tesla Model Y. Der 2021er Mustang Mach-E ist mit zwei Batterien erhältlich. Standard mit 68 Kilowattstunden und Extended mit 88 Kilowattstunden. Außerdem stehen Heck- und Allradantrieb zur Auswahl. Die Top-Versionen GT und GT Performance liefern eine Spitzenleistung von 487 PS und ein Drehmoment von 860 Newtonmeter. Für den Sprint auf 100 km/h brauchen diese nur 3,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit endet bei 200 km/h. Die weniger leistungsstarken Modelle leisten 269 bis 351 PS und haben ein Drehmoment von 430 bis 580 Newtonmeter. Für ein sportives Fahrgefühl gibt es Felgen in 20 Zoll und adaptive Dämpfer für das Fahrwerk. Dieser Ford ist agiler als die meisten benzinbetriebenen SUVs. Je nach Batteriepack und Antrieb gibt es eine ungefähre Reichweite von rund 400 bis 600 Kilometern. Darüber hinaus verfügt er über eine Schnellladefunktion mit einer Leistung von bis zu 150 Kilowatt. Damit soll eine Reichweite von 119 Kilometern innerhalb von 10 Minuten aufgeladen sein. Der Mustang Mach-E ist ein Fünfsitzer. Mit 4,71 Meter liegt er zwischen dem Ford Edge und dem Cougar. Aber der Mach-E bietet einen längeren Radstand. Darüber hinaus verleiht Ford diesem Crossover ein viel schlankeres Design. Die Front des 2021er Mach-E ist im Vergleich zum Tesla Model Y auch aggressiver. Dieses wiedererkennbare Design verleiht dem Wagen ein selbstbewusstes Aussehen und gewährleistet gleichzeitig genügend Platz, um als Familienwagen zu überzeugen. Die abfallende Dachlinie liefert trotzdem noch ausreichend Kopffreiheit. Die Batterien befinden sich im Unterboden, um den Innen- und Laderaum zu vergrößern. Wie auch bei Tesla läuft hier alles über ein vertikal montiertes 15,5 Zoll Touchscreen-Infotainment-System. Es bietet Zugriff auf verschiedene Apps und Funktionen. Besonders schlau ist das Sync-Infotainment-System. Es nutzt maschinelles Lernen, um ein vollständig personalisiertes Fahrprofil anzulegen. Insgesamt sind drei Fahrerprofile sowie ein Gastprofil möglich. Der vordere Kofferraum besteht aus strapazierfähigem Kunststoff, der wasserdicht ist und 81 Liter Platz bietet. Zusätzlich stehen noch 402 Liter im Heck zur Verfügung. Bei umgeklappten Rücksitzen sind es 1420 Liter.
Ford betritt den Elektromarkt mit einem sehr emotionalen Auto, das optisch ein wenig an den sportlichen Mustang erinnert. Reichweite, Leistung und Preis machen den Mach-E zu einem echten Tesla-Y-Konkurrenten.